Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge KOPD Ringard. Neue Map und zwar Sepans. Gut, Unterkünfte müsste das glaube ich übersetzt heißen. Und das Ganze mit der neuen Wache. Also neue Wache, neue Map. Die STG. Sieht auch von Kim und Korn Anordnung genauso aus wie die aus FF2. Was? Dann lass uns mal hier lang. Der Kugelschaden ist krass, kann das sein? Der STG. Wir nehmen Abel ein. Boah, hast du gesehen, wie ich da perfekt drauf gewesen wäre? Nicht schlecht. Hallo! Ja, ganz gute Reflexe, oder? Okay. Geile Waffe. Flex. Achso, Waffe aufstürzen, ja, weiß ich immer noch nicht, welche Taste das ist. Ist bei mir nicht belegt. Wenn ich die Taste drücke, die mir dort angezeigt wird, dann wechsle ich nur die DPI-Geschwindigkeit und das macht wenig Sinn. Zumal ich mit der DPI, die ich hier gerade spiele, mehr als nur zufrieden bin. Die Frage ist, kann ich mir hier irgendwo die Vorratskiste holen? Ja, nicht, ne? Nicht hier irgendwo? Das ist so eine gute Idee, wa? Oh. Die Waffe ist ja mal geil. Alter Falter. Oh, willst du da lang? Okay. Oh, der war sauer. Der war sauer auf mich. Wird abgeriegelt. Ah, schade. War ich noch ein bisschen zu lange verletzt, ne? Feindliche Aufklärer in der Luft. Spione am Himmel. Klapp. Oh, hat er sich ganz schnell gesnackt hier, ne? Wir haben dann. Leider nur die Vorrats-, die Radargeschichte. Aber auch das kann manchmal was bringen. Ey, aber ich hab so Bock auf dieses Spiel, ne? Das macht wieder so viel Laune. Wieder echt gelungen, das COD, definitiv. Und das schon so in den ersten paar Minuten, die ich hier das Ish-Game so spiele. Ish-Game? Spiel und Game macht Ish-Game. Was, lass uns mal hingehen. So, das Waffengefühl, ne? Dass du so ein bisschen mehr zittert, dass du so ein bisschen mehr Feedback von der Waffe bekommst, fühlt sich extrem gut an. Das war in MW1, fällt mir gerade spontan ein, auch sehr stark so. WW2 zum Teil auch. Alles gut. Finde ich alles vollkommen in Ordnung so. Was machen wir jetzt? Gar nicht weiß, wo hier irgendwelche Gegner sein sollen. Denn wir haben jetzt alle drei Caps, das heißt, die spawnen irgendwie irgendwo. Dann. So weit. Legst du dich mal? Danke. Ich weiß gar nicht, ob das Spawn-System grundlegend immer noch so ist, wie es bei. Feindliche Aufklärer in der Luft. Das Black Ops 4, da hatte ich das ja mir mal erlesen gehabt. Dass es ja feste Spawnpunkte gibt. So, und sobald diese belegt sind, weil in der Nähe von Umkreis von, was weiß ich, 3, 4, 5 Meter jemand steht, spawnst du ja random auf der Map. Speziell auf so kleinen Map wie Shipment oder sowas ist es immer äußerst ungünstig. Weil du ja dann öfter mal das Problem hattest, dass du einfach irgendwo neben den Gegner, vor dem Gegner, etc. pp. Gespawnt bist. Oh,
Okay. Den hat nicht gesehen. Wir sind im Vorteil. Feindliche Aufklärer in der Luft. Spione am Himmel. Verreckt jetzt hier ein bisschen für meinen Geschmack. Fühlt sich jetzt irgendwie nicht mehr so sehr gut an. Wir verlieren Ziel Baker. Ich muss sagen, die Waffe? Nice. Mega nice. Weiter so, dann schaffen wir's. Die Map aber auch irgendwie mega. Ganz, ganz schlecht gezielt. Lol. Was war denn da? Steht nicht da, was das für eine. Hallo, was das für eine Waffe ist, ne? Schön. Wir erobern Abel. Hallo? Wo bin ich? Was mache ich hier? Jetzt irgendwie ein bisschen zu viel Action. Ja, natürlich. Schön. Einfach random irgendwo rein und genau da starte ich. Ich hatte wahrscheinlich da unten so. Wuhu! Hier bin ich. Geh mich bitte. Verbündete schicken eine Gleitbombe. Baker gehört uns. Kann ich kommen? Ja. Okay. Die Kugeln sind durchgegangen. Durch den guten Kollegen. Hm. Ah, wird wieder so ein gut Latenzding oder sowas gewesen sein. In seinem Moment hat er mich schon gehittet. Meine Kugeln kamen dann halt irgendwie später an und dann nicht mehr an. Wie es halt auch immer so ist. Scheiße. Ja, Butterback! Hab den aber auch nicht mal mehr richtig gesehen, ne? Das Problem habe ich ja öfter mal mit Kim und Korn. Dass ich da einfach random irgendwo hinziele. In der Hoffnung, ihn nochmal zu treffen. Feindliche Aufklärer in der Luft! Spione am Himmel! Ah, er ist zu viel angehittet. Schade. Nee, gut, nee, gut, nee, gut. Oh, hallo. Okay, wir verlieren viel Baker. Wohin mal die lang ist die Frage? Ui. Baker wurde überrannt. Das hat sich gar nicht gut angefühlt. Das hat sich überhaupt nicht gut angefühlt. Oh. Ist noch einer? Ja. Schade, nicht schnell genug nachgeladen. Ich könnte mal wieder so einen Cap gebrauchen, ne? Mhm.
Ah, wie, wo, wann? Boah, B ist aber fieser. Du bist ja von allen Seiten einsehbar irgendwie. So wie es aussieht. Wir sind bei Charlie, was der Feind hat eine Gleitbombe geschickt. Fast geschafft. Es gibt nichts Besseres als einen Sieg. Wir erobern Baker. Na, hier könnte es gehen von dem Spot aus. Wuhu, kam er denn auf einmal her? Nice. Die Spawn ist bei A, oder? Abel ist verloren. Das sah jetzt ein bisschen sehr komisch aus. Wo ist er überhaupt hin? Ihr seid in Ordnung. Wer hat euch das beigebracht? Ja, wo ist er denn hin? Toller, bester Spielzug. Spitze. Ist ein bisschen buggy gerade, glaube ich, ne? Schön durch den Helm durch. Geil. Nicht schlecht. Ah, das sah geil aus hier. Schon eine von der Animation. Okay, mal relativ weit oben mit bei. Ist okay. Kann man das hier eigentlich auch mal überspringen oder so? Weiß man nicht so genau, ne? Das will ich alles mal gar nicht wirklich sehen. Oh, gerade so. Gerade so. Da, er sucht noch, ne? Okay. Kann ja mal schauen, ob wir jetzt irgendwas Lustiges hier schon draufpacken können. Rückstoßkontrolle ist immer gut. Visier eigentlich? Braucht man jetzt nicht so unbedingt, ne? Den packe ich mal auf. Das Ding. Jo. Ne? Und so. Und dann schauen wir mal, was haben wir denn jetzt hier für eine... Berlin. Mhm. Meine alte Heimat. Habe ich die Schmepp schon mal gespielt? Das ist jetzt so die Frage. Ich glaube ja. Aber sicher bin ich mir das auch nicht. Ich glaube, ich habe noch nicht alle Maps gesehen. Mal schauen. Mhm. Herrschaft, das Zielobjekt verteidigen. Das wird nicht einfach werden. Wir nehmen Charlie ein. Nee, ich glaube. Ich glaube nicht. Ich glaube, hier war ich noch nicht. Ah, schade, von hinten kommt auch noch meiner. Mist. Mist, der Verdammte. Baker ist verloren. Na, erstmal lieber wieder so ein bisschen außen rumlaufen. Aber irgendwie sagt mir das was doch. Ich glaube, ich war hier schon mal. Wenn hier A an so einer Gleise ist. In so einem Güterbahnhof oder was das hier ist. Ja, doch. Doch, doch, doch. Ja, ja, ja. Doch, ich weiß schon. Die Map war aber... Die Runde war hier aber auch noch nicht so wirklich geil. Gucken, ob es diesmal ein bisschen besser ist. Wir verlieren Ziel Baker. Führung ist unter. Schöne Animation hier wieder mal. Verbündetes Bombardement im Anflug. Ein Wachhund ist auf dem Weg. Neue Daten stehen bereit. Vorräte aufgefüllt und verraten. Oh, das war gerade lucky. Oh, das war gerade schön. Wollte schon sagen. Lass mal kurz abhauen. Hat sich erledigt. So, das ist das. Komm, gib mir, gib mir, gib mir. Gib mir schneller. Oh. Lol. Lol, 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 lol. Bleib stehen. Alter, das dauert aber auch lange, bis das Ding ready ist, ne? Ah, okay, man kann keine zwei Ortungsgeschichten gleichzeitig am Laufen haben.
Sonst bei so einer Radardrohne konnte man ja immer mehrere gleichzeitig drauf haben. Außen haben. Das funktioniert hier nicht. Okay. Danke für die Info. Aufklärung in der Luft. Wir sehen alle. Das ist ja knapp. Das war ganz doller knapp. Da waren aber viele Gegner. Zunächst. Das hat sich gerade komisch angefühlt. Also die Gegner manchmal so gar nicht sieht, also diese klassische Hitbox, wo du halt jemanden auch treffen kannst. Du trotzdem stirbst, das ist immer so eine Sache. Scheißlacker, ey. Von Random Granatensterben ist auch nie ein gutes Gefühl. Der Feind hat eine Gleitbombe geschickt. Wir verlieren. Ja, na klar. Nee. Den Sniper deiner Arme rennen habe ich auch irgendwie keinen Bock drauf. Der Himmel wurde überrannt. Hä? Feindliche Aufklärer in der Luft. Spione am Himmel. Weißt du ja, dass ich hier bin? Nee, ne? Ach ja. Ich versuche mal Zed einzunehmen. Erstmal wegrutschen. Verbündete schicken eine Gleitbombe. Die Waffe ist schon echt geil. Kann man echt nicht anders sagen. Die bockt ja richtig hier, die STG. Na gut, das war jetzt absoluter Blindflug. Wieso war es bei ihm? Er hat hier Roboter. Er hat, oh, geiles Visier auf jeden Fall. Lol. Oh, absoluter Blindflug. Oh, die ist aber sehr präzise, ne? Das ist auch cool. Okay. War jetzt auch nicht so die cleverste Entscheidung, mich um Sniper anzulegen auf der Distanz. Schon. Auch C einnehmen. Komm schon. Charlie gehört uns. Oh, dachte was. Das Wort ein Gegner. Baker ist verloren. Der Kugelschaden ist echt krass bei dem Ding hier, ne? Die Frage ist halt, was mir gerade wieder so auffällt und einfällt, besser gesagt. In WW2 hatte die SDG ja einen ziemlich stark optischen Recoil. Also der tatsächliche Rückstoß, wie so der Sprayverhalten ist, war gar nicht so stark. Baker wird abgeriegelt. War optisch halt, dass das halt, übertrieben gesagt, so am Zittern ist das Ding, aber die Kugeln relativ gut ankommen. Ich glaube, das ist hier auch wieder so. Ich glaube, man weiß so ein bisschen, was gemeint ist. Der optische Recoil ist halt höher, stärker wie der tatsächliche. So. Wir nehmen Baker ein. Ja? Nee. Oh. Ah. Okay. Oh, Handling. Nachladen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier irgendwo was ist. Da war sogar gleich zwei. Das war ein sehr gutes Gefühl. Oh, lass mich durch. Ich will hier B einnehmen. Schade. B einnehmen oder beim Versuch verrecken. So war das Ziel. Vorrangig natürlich B einzunehmen. Wo war das? Wes? Lol.
was manche für einen Lack haben und können und zugleich manchmal auch, ne? Also ich habe da nichts gesehen. In der Killcam. Oh, was muss da ja schon gewesen sein? Und wieso blockiert meine Maus an der Tastatur? Das ist ja nicht cool. Schön. Das war nicht mal für mich gemeint. Gedacht, wie auch immer. Räudiger Camper da, ey. Und zumindest den gekillt gekriegt. Oh, sowas ist so eklig, ne? Ich meine, sich mal in irgendwelche Ecken hocken kann. Ich meine, klar, mal ist es taktisch hier auch clever, kurz abzuwarten, wenn man weiß, dass da gleich ein Gegner kommt. Aber manche sitzen da ja gefühlt stundenlang, ne? Aber nein. Auch das drüber sich aufregen macht auch gar keinen Unterschied. Denn das ist halt nur mal ein Ego-Shooter. Und egal welchen Ego-Shooter man spielt, du wirst immer Camper haben. Immer. Mal mehr, mal weniger, ganz klar. Feindliche Gleitbombe auf dem Weg zu uns. Ein Aber die respawnen, glaube ich, ein bisschen schneller und öfter. Aber deswegen hat man es nicht unter. Wir spawnen links. Also muss ich mich nach rechts orientieren. Erstmal B eingenommen. Sehr, sehr nice. Ah, hier so eine Claymore. Ganz geil, ne? Achso, er ist schon tot. Ich wundere mich schon, warum ich ihn nicht gehittet habe. Da wird wieder ein Dobermann rum. Das fand ich gut. Ah, B ist echt eine fiese Stelle, ne? Da musst du ganz schön aufpassen. Da kann auch hinter jeder Ecke wieder irgendwo einer sein, ne? Ja, wo? Scheiße. Ja, ja. Oh, hier drin ist was. Nice. Doppel-Headshot sogar. Doppel-Headshot ist ja sehr geil. Das fühlt sich ultra geil an. Das hat sich auch gar nicht gut angefühlt. Baker wurde überrannt. Hat der eine harte Hitbox gehabt, eine große Hitbox. Ich hätte den gerade nicht killen dürfen. Das war jetzt einfach nur übertrieben viel Glück. Das war einfach nur übertrieben schlecht. Verdient, verkackt und kein Kill mehr geholt, denn das war einfach nur grottenschlecht. Ah, ich wollte noch wegrennen. Ah, mir war ich nicht schnell genug. Runde ist ja schnell vorbei. Lass sie nicht einfach so gewinnen. Entschuldigung. Nee, das war jetzt irgendwie nicht ganz so geil, ne? 24 Eliminierung ist immer so. Ja. Ein mittelguter Wert bei mir, glaube ich. So Durchschnitt kann man auch sagen. LOL. Also so viel Lack muss der auch erstmal haben. Ja, das ist natürlich ein Dreifach-Headshot, den macht, ne? Mhm. 11 Headshots hat er gemacht. Nicht schlecht. Machen das jetzt hier wieder mal irgendwie und so. Sonst hier das nochmal kurz angucken. Ja, wieder gerade so positiv. Naja, ist doch auch nicht so viel anders, als es in Cold War auch der Fall war. So, wir können ja mal schauen, was haben wir denn hier noch so Schönes. Gibt es ja so geile Visiere, ne? Das hier zum Beispiel. Das will ich mal ausprobiert haben. Achso, hat das jetzt hier eigentlich einen Nachteil? Nee. Okay. Ja, manche Visiere, gerade in Cold War, so war das ja, ne? Wenn du die raufgehauen hast, dann hast du halt eine etwas verlangsamte Anvisierzeit gehabt.
200 Geschosse bei einem Sturmgewehr lohnt sich schon. Und wenn man Platz hat, sowieso. Kontrolle. Nee, es kann das bleiben. Nicht noch was? Genau, Rückstoßkontrolle. Ach, guck mal hier, zum Beispiel hier. ZV-Geschwindigkeit würde runtergehen. Das heißt, das will ich jedenfalls nicht aus. Nein. Ein Sturmgewehr kann schon schnell angelegt sein, das mag ich. Und ja, STG gefällt mir sehr, sehr gut. Bis jetzt irgendwie? Mit der Stan, die war auch ziemlich geil, aber die STG ist ja gerade so. Also. Lecker. Sehr, sehr coole Waffe. Achso, warte mal, kann ich ja mal gucken. Man jetzt hier mal langsam diesen Stim. Nein. 24, weil bin ich 16. Na, Rauchgranate braucht kein Mensch. Naja, gut. Dauert alles noch ein bisschen. Aber solange es Spaß macht, ist das völlig egal. Ne? Und jo, mit den Worten. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, oder? Ja, doch, so machen wir das. Ciao, ciao.